Herzlich willkommen zum Yin Yoga. Heute üben wir eine Sequenz für die Leber und du darfst dich gerne für den Anfang in einen bequemen Schneidersitz setzen, mit geschlossenen Augen, schweren Armen und Schultern, dir den Moment gönnen, hier erst einmal bewusst zu landen. Den Atem wahrzunehmen, deinen Körper in der Umgebung zu spüren, in der du gerade angekommen bist. Temperatur der Luft, Wärme. Und dann komme gemeinsam mit mir für die erste Position in einen Vierfußstand. Und bringe dann dein linkes Bein einmal nach vorne, lege dein Schienbein diagonal ab und richte dich so in der Taube ein. Gerne lege einen Block unter deinen linken Oberschenkel, sodass du nicht automatisch zur linken Seite kippst, denn wenn das passiert, dann verlieren wir genau den Punkt, an dem wir die Dehnung gerne hätten. Also gerne das Gesäß ein bisschen unterlagern. Und nach vorne den Oberkörper Richtung Boden entspannen, vielleicht den Kopf auf die Hände legen. Du kannst unter dem Kopf auch einen zweiten Block legen. Schau, dass du hier ankommst und es bequem wird, selbst wenn es intensiv ist, um das Lebermeridian auf der Innenseite des linken Oberschenkels hier anzusteuern. Erlaube dem Oberkörper, dem Bauchraum zu sinken. Löse die Position langsam auf, richte dich auf, nimm den Block zur Seite, zieh dein rechtes Knie wieder ein Stück nach vorne, stelle dein linkes daneben, Vierfußstand und gerne für einen Moment in die Kindeshaltung gehen zum Nachspüren. Lege gerne deine Arme nach hinten, so können die Schultern optimal entspannen, dein Nacken, dein Kopf. Alles sinkt Richtung Boden. Und dann strecke deine Arme wieder lang nach vorne. Komm in deinen Vierfußstand zurück. Für die zweite Seite. Hole dein rechtes Bein nach vorne, lege dein Schienbein diagonal und dann rutsche mit dem linken Bein zurück. Gerne einen Block unter die rechte Gesäßmuskulatur, unter deinen Oberschenkel und dann lege dich Richtung Boden ab.
Löse langsam diese Seite auf, komm auf die Hände zurück, lege den Block beiseite. Rutsch dein linkes Knie nach vorne, stell dein rechtes Knie daneben und ziehe dich zurück in die Kindeshaltung. Genieße dieses Auflösen dieser sehr intensiven Haltung. Die Taube aktiviert einige unserer Meridiane, unter anderem Lunge, Niere, Gallenblase. Und dann löse die Kindeshaltung langsam auf und setze dich mit geöffneten Knien aufrecht hin in den Schmetterlingssitz. Die Fußsohlen berühren sich. Gerne einen tiefen Atemzug hier in der Länge deines Rückens, die Hände gerne an den Füßen und dann lehne dich nach vorne. Entspann den Kopf. Werde rund. Und dann richte dich wieder auf und lege dich nach hinten. Die Beine sind immer noch genau so in dieser Schmetterlingsposition, aber der Oberkörper darf Richtung Boden entspannen. Wenn du magst, lege die Hände auf den Bauch, auf den unteren Bauch Richtung Hüfte, Richtung Leiste, da wo die Dehnung auch spürbar wird. Nochmal dein Lebermeridian fokussieren, Innenseiten deiner Oberschenkel. Die ganze Wirbelsäule sinken lassen, den unteren Rücken, Brustwirbelsäule, Schultern, Oberarme. Und dann mache von hier aus gerne den Übergang in Shavasana in eine kleine Endentspannung. Lege die Beine dafür lang nach vorne. Und die Arme neben deinen Körper. Vielleicht magst du die Arme auch weit ausbreiten. Spür mal, was sich gut anfühlt. Und genieße diese Momente in absoluter Stille. Langsam Bewegung zurück in den Körper. Atme tief, streck dich aus, räkel dich. Und komme ganz auf deinem Weg in deiner Zeit zurück in die Sitzposition. Mit geschlossenen Augen, schweren Schultern. Spüre nach. Wie fühlt sich der Körper? Wie fühlst du dich innerlich? Entspanne deine Gesichtsmuskulatur, deine Stirn und lege dann die Hände vor dem Herzen zusammen. Atme tief ein und aus. Namaste.